Hey Leute, es war klar, Drax ist jetzt ein Fernsehstar! Ja, liebe Kinder und liebe Zuseher von Okto, fast hätte ich den Kerl vom Fernseher nicht weggebracht jetzt. Scheint so, als hätte nicht nur das Fernsehen den Drax entdeckt, sondern auch Drax das Fernsehen. Drax Show, Drax Show! Hey, Richard, weißt du, was heute für ein Tag ist? 3. April, dein Namenstag. Dass du daran gedacht hast? Hast du auch ein Geschenk für mich? Heute darfst du am Schluss als Letzter reden. Wow, Drax, das von dir, das freut mich jetzt echt. Gleich zu Beginn möchte ich euch aber eure Bilder vom Arbeiten und auch ein paar ganz feine, kurze Videos von euch beim Arbeiten präsentieren. Marcello, was machst du denn heute? Ich rechne. Und in welchem Arbeitsheft bist du? Tragsbuch. Arbeitsheft. 8 + 2 = 10. Ja, und ganz besonders haben Drax und ich sich über dieses Bild gefreut. Starten wir heute gleich wieder mit Mathematik und das kommt dir schon bekannt vor. Das ist der Umstieg vom 20er Feld in zwei Reihen auf einen 20er Streifen. Und jetzt, glaube ich, brauche ich einen Assistenten, einen Zauberkundigen. Und Raben sind ja meistens zauberkundig, oder? Und da ist er schon, mein zauberkundiger Rabe Drax. Kann nicht zaubern. Doch, Drax, du warst nämlich vorher bei der Hexe Wackelzahn. Ach so? Ja, Drax, und deswegen brauche ich jetzt von dir einen Zauberspruch. Einen richtig rabenstarken Zauberspruch. Abracadabra, Draxacadabra. Hey Drax, was hast du jetzt wieder gemacht? Schau mal. Wow! Auf unserem Zahlenstreifen sind Zahlen angelangt. Aber schau mal, hast du wirklich gut gezaubert? Oje! Da ist was durcheinander. Hey Drax, du bist ja mittlerweile wirklich ein braver Schüler geworden. Was stimmt denn hier nicht? Ja, da beim zweiten Zehner geht's voll durcheinander. Okay Drax, zweiter Zauberspruch, aber jetzt bitte einer, der wirklich wirkt. Abracadabra, Drax. Na, sieht ja gleich besser aus, Kinder, oder? Drax, das hast du gut gemacht. Ja, was hat uns der Drax da jetzt hergezaubert? Einen Zahlenstreifen, wo auf einmal Zahlen stehen. Und zwar jetzt dank des zweiten Zauberspruches schön geordnet von 0 bis 20. Also genau der Zahlenraum, in dem du jetzt schon rechnest. Wir können jetzt mal probieren, eine Rechnung direkt auf diesen Zahlenstrahl, würde ich den schon fast nennen. Sagst du mir schnell eine aus dem Wohnzimmer? Okay,
gleich über den Zehner, wie sich's gehört. 9 habe ich da gehört von euch. Eine Plusrechnung natürlich. Plus, 7. Ein Ist-Gleichzeichen muss auch sein, sonst ist es keine Rechnung. Also 9 blaue und wir beginnen natürlich, ja, wo beginnen wir jetzt aufzulegen? Bei 0 oder bei 1? Und das ist jetzt ganz wichtig, pass gut auf. Der Zahlenstrahl beginnt bei 0. Hier liegt noch kein Blättchen. Das erste Blättchen muss über dem 1er liegen. Und jetzt beginne ich 9 Blättchen aufzulegen. Aber hallo, zaubert ja der Trax noch geheimnisvoll mit, dass hier nichts hält? Bin schon neugierig, was da heute noch für Überraschungen kommen. Also 9 blaue Plättchen. Du siehst, der 9er ist verdeckt. Es liegen ja auch 9 Plättchen hier. Und 7 rote. So, 7 rote Plättchen. Und wir sind bei welcher Zahl angelangt? Wenn ich das letzte rote Plättchen runternehme, merke ich 16. 16 Plättchen liegen hier und daher ist das Ergebnis, und das hast du natürlich schon längst gewusst in deinem Wohnzimmer, 16. Jetzt werden wir nämlich mit diesem Zahlenstrahl rechnen. Und statt Plättchen zu legen, machst du jetzt Schritte. Das heißt, wir beginnen mit dem ersten Schritt immer bei 0, wenn die Rechnung beginnt. Und dann machen wir wie viele Schritte? 9 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Schritte. Ich legte gleich auch doch trotzdem nochmal die 9 Blättchen darunter. Hier liegen die 9 Plättchen. Jetzt, die zweite Zahl heißt 7, das heißt 7 rote Plättchen. Ich lege sie bewusst wieder darunter. 7 rote Plättchen, 7 rote Schritte. Und wir landen bei 16. Stimmt, es sind auch 16 Schritte oder 16 Plättchen. 10 bis hierher und hier noch 6 dazu. Das heißt, auf einem Zahlenstrahl können wir auch rechnen. Ganz wichtig, welche Hilfe du zum Rechnen verwendest, den Zahlenstrahl, einen Zahlenstreifen ohne Zahlen oder das 20er-Feld, das bleibt dir überlassen. Wichtig ist nur, dass das Ergebnis stimmt. Ja, nach dieser etwas zauberhaften Mathematikstunde, gell, Trax, geht's mit Deutsch weiter und wir werden wieder eine Geschichte gemeinsam lesen. Und diese Geschichte findest du im Pino-Buch, im Leselehrgang Teil 2, auf Seite 86. Schlag schnell auf, ich beginne gleich zu lesen. Und zwar in 3, 2, 1. Fußball. Pino wünscht sich draußen im Garten eine Runde Fußball. Ich auch! Trax, unterbrich mich bitte nicht ständig. Die Lehrerin wirft den Ball ein. Tom will den Ball treffen. Lana ist flotter. Ich auch! Trax, bitte. Sie tritt fest gegen den fliegenden Ball.
Der Ball trifft Toms Daumen. Tom ruft: Au, das war mein Daumen. Lana sagt: Es tut mir leid. Der Daumen ist heiß und rot. Tom kühlt den Daumen mit kaltem Wasser. Die anderen Kinder laufen flott weiter. Pinos Team gewinnt. Sie haben 3 Punkte mehr als das andere Team. Und wenn du jetzt genau schaust, dann hast du bei dem Wörtchen Team oben ein Sternchen stehen. Das Sternchen findest du unten auch. Und dieses Sternchen bedeutet, zu dem Wort Team findest du unten eine passende Erklärung. Und die schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Team. Du sagst Team. Eine Gruppe, die eine Aufgabe löst. Im Sport eine Mannschaft. Für die heutige Bewegungspause habe ich den Trax mal freigestellt, weil die letzte hat ihm, glaube ich, nicht ganz so gut getan. Heute wieder ein paar Übungen mit dem Sessel und schauen wir mal, ob mir nachher noch ein bisschen was anderes auch einfällt. Aus dem Sitzen kann man ganz spannende Übungen machen. Zum Beispiel, du nimmst mit den Händen die Sessellehne, stellst die Füße ganz nach vor und streckst den Körper in eine gerade Position. Diese Position hältst du eine Zeit lang. Schau auch, dass deine Arme dabei gestreckt sind. Du kriegst ganz schön Muckis in den Oberarmen, wenn du das länger hältst. Davon kannst du ein paar Wiederholungen machen. Und schau, dass dein Körper ganz gerade wird. Mehr als 3 Wiederholungen würde ich nicht machen. Du gehst in eine Position mit den Händen unten vor dem Sessel, legst deine Füße schön in den Sessel hinein und versuchst einfach diese Position eine Zeit lang zu halten. Auch hier wirst du merken, deine Oberarme beginnen mit der Zeit ein bisschen zu brennen. Das nächste Spiel ist ein Reaktionsspiel. Du brauchst Dinge in 4 Farben, sie müssen nicht Becher sein. Ich werde das Ganze beim zweiten Durchgang auch mit ganz anderen Dingen machen. Aber es müssen 4 deutlich unterschiedliche Dinge sein. Ich habe hier 4 Becher in 4 verschiedenen Farben. Die Reaktion bedeutet, in dem Fall brauchst du jemanden zweiten, der dir Farben ansagt oder Dinge ansagt. Ich werde mir das vom Trax machen lassen und die Aufgabe ist es dann, möglichst schnell das Ding in der Farbe zu berühren. Man kann das mit den Händen oder mit den Füßen machen. Wichtig ist, du stehst in der Mitte zwischen den 4 oder so, dass du alle 4 gut siehst. Und der Trax sagt bereits die erste Farbe. Rot! Weiß! Blau! Rot! Gelb! Man kann die Sache ein bisschen anspruchsvoller auch machen, und zwar 2 Farben. Wenn Trax jetzt 2 Farben sagt, muss ich in der Reihenfolge die Dinge berühren. Rot, weiß, blau, weiß, gelb, rot. Hast du es verstanden, wie es geht? Natürlich kann man es auch mit 3 Farben machen. Weiß, rot, blau, gelb, weiß, rot, weiß, rot, weiß. Alles klar? Du brauchst natürlich jemanden zweiten, der dir die Farben ansagt.
Jetzt habe ich dir gar nicht gezeigt, dass du es auch mit dem Fuß machen kannst, aber ich glaube, das schaffst du selber. Du siehst, ich habe jetzt hier andere Dinge aufgelegt, dass man das besser sieht. Lege ich es nach vorne. Und es funktioniert auch mit Dingen. Und Möglichkeit wäre, jetzt die zwei Dinge, die Trax mir ansagt, die muss ich vertauschen. Ball, Auto, Elefant, Auto, Bär, Ball, Auto, Ball, Elefant, Bär. Du hast gesehen, wie es geht. Viel Spaß beim Selbermachen. Zum Abschluss unserer heutigen Bewegungseinheit noch ein kleines Ziel werfen. Du weißt schon, das habe ich auch im Gymnastikraum schon mal mit euch gemacht. Ich habe hier einen Papierkorb oder Wäschebox oder was auch immer und ich habe ein paar Gegenstände und die versuche ich jetzt da hineinzuwerfen. Knapp vorbei. Au, war der drin oder nicht? Hey, ich wollte vier Dinge werfen. Das ist jetzt nicht lustig! Tja, das nennt man dann Trax versenkt. Komm raus, du frecher Rabe. Das war überhaupt nicht cool! Nach dieser kleinen Bewegungspause wollen wir uns heute mit dem Hasen... Osterhasen! Nein, dem normalen Hasen, aber eigentlich mit dem Kaninchen beschäftigen. Kaninchen. Nagetier. Wie alle Hasen, zu denen das Kaninchen gehört, ist es ein Säugetier und Nagetier, was du an den zwei scharfen, länglichen Vorderzähnen erkennst. Höhlen. Hasen graben Höhlen mit Verbindungsgängen in die Erde, in denen die Kolonien, ist gleich Gruppen, Schutz finden. Klopfen. Wenn sie nervös sind, klopfen Kaninchen mit den Hinterbeinen auf den Boden. Der Hase im Film Bambi heißt deshalb Klopfer. Haustier. Es gibt Wildkaninchen, aber du kannst auch eines als Haustier haben. Aber Achtung! Mit ihren Nagezähnen knabbern sie gerne alles Mögliche an. Gruppe oder Einzellen. Kaninchen leben in Gruppen, Hasen eher alleine. Unterscheiden kannst du sie gut an den Ohren. Die Hasen haben die längeren Löffel. So nennt man ihre Ohren. Haken schlagen. Auf der Flucht können Hasen in höchstem Tempo die Richtung ändern und so ihren Feinden, Marder, Füchse, entkommen. Ja, Trax, dann wollen wir mal vielleicht ein paar Wörter suchen, die unsere Kinder vor den Fernsehgeräten oder vor den Computern jetzt nicht gut erkannt haben oder verstanden haben. Vielleicht wäre es auch mal generell ganz gut zu sagen, was Säugetiere sind. Trax, bist du ein Säugetier? Das weißt du jetzt nicht, oder? Trax, du bist ein Vogel und Säugetiere bringen ihre Jungen lebendig zur Welt. So wie wir Menschen. Die Babys kommen aus dem Bauch der Mutter. Vögel zum Beispiel legen Eier. Säugetiere sind die einzigen Tiere auf der Welt, die ihre Jungen lebendig zur Welt bringen. Das Wort Kolonie ist im Text schon mit der Klammer erklärt. In Klammer steht Gruppen und eine Kolonie ist eine Gruppe von mehreren Kaninchen. Knabbern.
Das kennst du, das magst du selber gerne. Du knabberst Chips, du knabberst Zoletti, du knabberst an einem Keks. Knabbern bedeutet beim Essen eher so kleine Stücke abbeißen. Haken. Haken ist normalerweise etwas, wo du Kleider dran aufhängen kannst. Aber du weißt, ein Haken hat eine Krümmung oder eine Ecke. Und wenn der Hase in vollem Tempo davonläuft, dann kann er blitzschnell die Richtung ändern und schlägt also einen Haken. So viel zum Hasen. Und jetzt, Trax, wollen wir für die Kinder singen. Was heißt wir? Wir heißt, dass du auch mitsingen darfst. Stups der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Neulich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier, früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch kurz einmal, oh nein. Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war. Stups der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. In der Osterhasenschule wippte er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief, fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf. Stups der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Bei der Henne Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie gerade ein Ei gelegt. Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihren Bauch. Bertha, um ihn zu behüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Paps, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater und er sagt mit ernstem Ton, hör mal zu, mein lieber Sohn, deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn. Na ja, Kinder, habt ihr's ausgehalten, den Trax beim Singen? Habt ihr am Mittwoch beim Osterkörbchenbasteln mit Claudia schon fleißig mitgemacht? Wenn nicht, mach's rechtzeitig, sonst kann der Osterhase keine Eier hineinlegen. Nun, liebe Kinder, das war die letzte Trax-Show vor den Osterferien. Wir verabschieden uns von euch, werden uns nach Ostern wiedersehen. Und bis dahin, habt schöne Osterferien, habt viel Spaß und ganz tolle Grüße soll ich ausrichten von Frau Lehrerin Elisabeth. Und das letzte Wort hab heute ich, hat mir der Trax am Beginn der Sendung versprochen. Ja, aber du warst vorher so gemein zu mir. Tut mir leid, Trax. Ich mag's auch nie wieder. Hoffentlich. Versprochen, Trax. Daher darfst du jetzt das letzte Wort haben. Schöne Osterferien und bleibt gesund.